Bald ist es soweit, Dragon's Teeth, das vierte und zweitletzte DLC für Battlefield 4 soll erscheinen. Und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Battlefield 4 Commentary. Ich wollte euch heute mal meine Vorstellung und Wünsche zum BF4 DLC Dragon's Teeth näher bringen und schreibt gerne auch eure Vorstellungen und Wünsche zu Dragon's Teeth unten in die Kommentare, denn bis jetzt ist ja noch nicht wirklich viel über das DLC bekannt. Das heißt, man kann sich da noch schön dazu äußern, ein paar Vorstellungen anbringen und vielleicht hoffen, dass die dann auch Inhalt des DLCs sein werden. Außerdem gebt dem Video einen Daumen nach oben, wenn euch das eben gefallen hat am Ende des Videos oder so. Wir versuchen einfach mal 21 Likes zu erreichen. War so ein kleines Experiment. Ich hoffe, das schaffen wir mal. Und ich würde mich, wie gesagt, über ein Like freuen. Natürlich nur, wenn euch das Video gefallen hat. Gut, jetzt kommen wir zum eigentlichen Thema, nämlich zu Dragon's Teeth. Was habe ich denn für Wünsche? Erstmal natürlich meine Vorstellung zum DLC. Ich denke, das BF4 DLC Dragon's Teeth wird das beste DLC werden, das wir bis jetzt hatten. Ja, das ist jetzt so ganz, ganz einfach gesagt, aber ich habe natürlich auch die Begründung dazu. Wir haben es eindeutig gesehen, dass China Rising ein völliger Fehlschlag, aber DLC-mäßig gesehen, zum Beispiel im Vergleich zu Navi Strike, ein völliger Fehlschlag war. Wir hatten sehr, sehr viele Lags, wir hatten sehr, sehr viele Bugs, das DLC hat einfach irgendwie keinen Spaß gemacht. Jetzt natürlich ist es ein sehr, sehr gutes, sehr, sehr schöne Maps und so weiter, sehr schön alles zusammenspielen, aber es spielt nun mal einfach keiner mehr, weil es von Anfang an schon so schlecht war. Dann kam natürlich Second Assault, darüber will ich mich jetzt mal nicht äußern, weil das ist ja, da kam ja nicht viel Neues wirklich dazu, das kannten wir im Prinzip alles schon. Aber dann kam Naval Strike und das war wirklich ein DLC, wo wir gesagt haben, okay, gut. Schön gemacht, DICE, da habt ihr mal was abgeliefert, was gut ist, zumindest ich war der Meinung und ich kenne auch viele andere, die der Meinung sind, weil es eben sehr, sehr wenige Bugs nur noch gab. Jetzt im Verlaufe des DLCs Naval Strike wurden die Lags gefixt und so weiter und so fort, also wir haben von Anfang an schon ein gutes DLC geliefert bekommen und das wirkt sich auch jetzt noch auf die Serverbesuchszahlen von Naval Strike aus, also die sind relativ voll, sag mal einfach mal so. Jetzt sind wir an einem Punkt angelangt, wo Battlefield 4 größtenteils gefixt ist, sage ich aber mal. Von den groben Bugs haben wir kaum mehr welche, Lags haben wir auch kaum mehr welche. Natürlich gibt es hin und wieder mal wieder ein paar Lags, aber das ist ganz normal, das gibt es in Battlefield 3 heute auch noch. Also es ist größtenteils gefixt, das Spiel, und jetzt kommt das neue DLC raus, Dragon's Teeth. Das heißt, wir werden von Anfang an ein DLC haben, was absolut wenig Bugs hat und was auch sehr, sehr flüssig läuft, was nicht mit dem Netcode irgendwie verkackt wird, wo die Server nicht wieder sinnlos abstürzen und rumlaggen. Also, wir haben von Anfang an ein gutes DLC. Natürlich müssen jetzt auch noch die Inhalte gut sein. Wer vielleicht noch gar keine Ahnung hat, was Dragon's Teeth so beinhalten soll, der kann ja mal ein Video in der Beschreibung, habe ich verlinkt, oder jetzt hier auf dem Bildschirm müsste auch eine Verlinkung sein. Da habe ich mal Dragon's Teeth so ein bisschen vorgestellt. Also, wer noch gar keine Vorstellung dazu hat, kann sich das Video gerne mal anschauen. Ja, wir werden größtenteils urbanen Combat haben. Urbane Kämpfe haben, Häuserkämpfe, beschreibt Battlefield 4, beziehungsweise EA ganz groß. Und es wird ja auch das Riot Shield wieder neu eingefügt. Das gab es ja bis jetzt noch nicht in der Battlefield-Serie, zumindest noch nicht, dass ich mich jetzt irgendwie erinnern kann. Falls doch, dann tut's mir leid. Und das deutet schon auf sehr, sehr ausgeprägten Häuserkampf hin. Das wird natürlich sehr, sehr gut, weil einfach Battlefield 4 in letzter Zeit wirklich zu einem Infanterie-Kampfspiel sich entwickelt hat. Also TDM und Domination und Rush und so wird einfach viel, viel mehr gespielt als Conquest. Natürlich gibt es Conquest die 64 Spieler-Server und so weiter. Das sind im Endeffekt dann schon mehr Spieler, aber es sind einfach für TDM und Domination viel, viel mehr Server gefüllt, sage ich einfach mal. Wenn du jetzt im Serverfilter eingibst Domination, wirst du tausende von Servern finden. Bei Conquest vielleicht nur 20. Also, deswegen denke ich, Dragon's Teeth wird sehr, sehr beliebt in der Battlefield 4 Community sein, weil es eben sehr, sehr groß auf Infanteriekampf ausgelegt ist. Ich immer mit meinem Deutsch-Englisch, meine Güte. Okay, trotzdem hoffe ich natürlich noch aus Fahrzeugtyp, dass sehr, sehr viele Fahrzeuge noch eingefügt werden. Ich hoffe natürlich, dass auch endlich mal ein neues Fahrzeug hinzugefügt wird. Es wäre cool, wenn irgendwie mal ein neues Fahrzeug, was auch wirklich was ausrichten kann, so einen kleinen Panzerzerstörer oder so, was weiß ich. Also nicht nur, dass es die LRVs gibt, dass es vielleicht auch diese komischen SWAT-Einheiten gibt, die es ja schon im Battlefield 3 gab. Keine Ahnung, wie die jetzt genau hießen. Und ja, sowas würde ich mir auf jeden Fall wünschen. Also kein richtiger Main-Battle-Tank in Dragon's Teeth, was ja auch irgendwie das
Häuser, den Häuserkampf ein bisschen zerstören würde, wenn ständig irgendein Tank reinschießt. Also so ein kleiner Panzerzerstörer wäre mal was Schönes, Neues. Und wenn er sich dann so in den Straßen zwischen den Häusern hin fortbewegt, in den Gassen und so, ähnlich wie bei Grand Bazaar, dann ist das völlig in Ordnung. Da würde ich mich richtig freuen. Denn dann wird Häuserkampf, den ich ja eigentlich auch mag, mit Tankkampf kombiniert. Und das wäre toll. Wie gesagt, eure Meinung dazu auch in die Kommentare. Dann kommen wir zu einer neuen Sache, die auch mit neu reinkommt. Das ist logisch, neben neuen eventuell Fahrzeugen und vier neuen Maps kommt ein neuer Spielmodus dazu. Jetzt ziehe ich mal Parallelen zum DLC Aftermath. Das war ja im Prinzip auch so eine Art urbane Umgebung. Also man hat da auch in einer urbanen Umgebung gekämpft, eben in einer Nachkriegsumgebung, deswegen ja auch Aftermath, also Folgen des Krieges sozusagen. Und ähnlich soll ja auch Dragon's Teeth sein. Aftermath war ja damals auch das vierte DLC und in Aftermath wurde Scavenger hinzugefügt. Das heißt, Scavenger passt gut zur urbanen Umgebung. Es könnte ja durchaus sein, dass auch in Dragon's Teeth Scavenger dazu gemacht wird. Was ich mir auch sehr gut vorstellen könnte, dass Gun Game hinzugefügt wird, also Waffenspiel, was ja damals im Close Quarters DLC, genau, jetzt mir kurz der Name entfallen, im Close Quarters DLC hinzugefügt wurde, das war ja auch Häuserkampf, also sowas könnte da eventuell dazukommen. Ich mag beide Spielmodi, auch wenn ich Scavenger noch nicht auf meinem PC selber gespielt habe, aber bei Freunden habe ich schon gespielt, weil ich habe ja kein Battlefield 3 Premium leider. Und ja, ich mag wie gesagt beide Spielmodi und könnte mir auch gut vorstellen, dass die bei Dragon's Teeth mit reinkommen. Oder es ist ein völlig neuer Spielmodus, den wir überhaupt noch nicht kennen. Vielleicht Abschuss bestätigt, wer weiß. Nee, ich habe keine Ahnung. Also irgendwie was komplett anderes, was komplett Neues. Vielleicht so eine Art, regiere das Haus und versuche das Haus des Gegners so weit zu zerstören, um da irgendwie ein Objective zu zerstören, was weiß ich. Irgendwas komplett Neues auf jeden Fall. Das wäre, wie gesagt, auch toll. Würde ich mich auch freuen. Ja, das waren es jetzt so von meinen Wünschen und Vorstellungen zu Dragon's Teeth. Wie gesagt, schreibt eure Wünsche und Vorstellungen unten in die Kommentare rein. Würde mich freuen, falls wir da ein bisschen diskutieren könnt drüber. Und gebt dem Video natürlich einen Daumen nach hoch. Oh nein, jetzt bin ich damit aufgesprungen. Scheiße. Einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat. Ja, ich verabschiede mich von euch. Wir sehen uns bald wieder. Bis denne. Ich bin im nächsten Kommentar wieder bei euch. Ciao.